Hey Internet und YouTube, zurück bei der Traumwelt. Und ich habe ja auf Facebook habe ich geschrieben, ich hatte schon 20 oder 25 Minuten gespielt, will die Aufnahme beenden, auf einmal sehe ich dich. Hallo, schöner Tag. Auf einmal sehe ich George. Du solltest mit... Okay. Auf einmal sehe ich, dass ich sie starte. Und für die Sherlock Holmes und euch, exakt, das hat bedeutet, ich habe gar nicht aufgenommen. Mein letzter Speicherpunkt war vor dem ganzen Mist. Tschüss. Tschüss. Aber wir suchen, vielleicht kann ich was Gutes jetzt machen. Bisschen Karma gewinnen, YouTube. Oh, jemand Neues zum Spielen. Okay. Wer bist du? Betty, gut. Keine Spielchen, oder? Wenn ich ein Spielchen will, dann musst du mitspielen. Hey, Betty. Und jetzt gerade will ich eben spielen. Oh Gott. Hey, na gut. Ich hab... Es ist... Timmy... Nussbaum zum Weinen bringen, das ist verrückt. Nein, wenn ihr einer bring ihn zum Weinen. Erfüllt. Timmy, okay, was ist, wenn ich das nicht will? Kann ich das nicht ab... Du. Du sollst Timmy zum Weinen. Ich will es nicht. Ach, fuck, Timmy. Timmy! Okay, versuchen wir. Wo ist er denn? Wo ist die Heulboje? Da hinten war er. Okay, vielleicht machen wir das so, dass wir ihm was Gutes berichten können. Nicht wahr, Timmy? Hallo, ich bin Timmy. Möchtest du spielen? Betty sagt, ich soll sie zum Weinen bringen. Was? Nein, das hat sie nicht. Oder etwa doch? Doch. Ich mag sie nicht. Sie ist unheimlich und lacht über Dinge, die nicht lustig sind. So wie ich. Das ist alles nur ein verrücktes Experiment. Was? Du bist aber ein merkwürdiger Vogel. Okay, du bist auch ein merkwürdiger. Tschüss, Timmy. Bis dann. Du hast wohl nicht reagiert. Dann werde ich nochmal dieses Ding hier suchen. Guten Tag. Hallo. Ich muss kurz was suchen. Du hast doch hoffentlich nichts dagegen. Ich bin nur ein kleines Kind, das in deine Wohnung eingebrochen ist. Wo lag das Teil? Ihr hattet hier irgendwo so ein Buch rumliegen. Da, genau. Warum hast du das eigentlich hier rumliegen? Willst du vielleicht wirklich Timmy auf die Schule Hallo, schicken? Wie geht es denn heute? Ey, ihr Hallo. Zwei. Ey, du. Hallo, möchtest du... Du gehst mir... Hey, schau, ich schick nicht... Warte kurz. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Du sollst Timmy jetzt zum Jetzt shut up. Wenn... Schönen Gruß an Timmy. Oh Gott, es muss doch irgendwie positiv funktionieren, oder? Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich gebe dir ein Hallo mehr. Timmy? Timmy? Ach, Timmy ist ein braver Junge. Okay. George und ich sind ja so stolz auf ihn. Mir ist ganz egal, was Mabel sagt. Ich glaube nicht, dass die Militärschule gut für ihn wäre. Ich habe große Lust, ihr die Broschüre wiederzugeben und ihr zu sagen, wo sie sich das Teil hinschieben kann. Okay. Tschüss. Alles Gute. Mabel. Soll ich zu Mabel? Timmy? Was George? Kann ich für dich tun? Wer ist Betty? Betty? Naja. Sie ist eben Betty. Du weißt schon. Ach, du ja, solltest natürlich. Sie wirklich lieber nicht warten lassen. Ist mir Wurst. Hallo. Oh, Mann, Timmy. Guten Tag. Hallo, was gibt's Neues? Bill. Tschüss. Tschüss. Die Nussbaums. Ich hasse sie. Okay. Dann gehen wir einfach in das verlassene Haus. Was war das verlassene Haus? Wohnhaus der Hendersons. Oh yeah, klar. Ich habe ja schon 10 Minuten bei dem Rätsel gebraucht. Das Wohnhaus zum nächsten. Ich brauche die Info nicht, oder? Guten Tag.
Hallo. Du gehörst hier nicht hin. Ah, du warst das. Okay, gut, gut, gut. Endlich jemand, der weiß, was abgeht. Wie der? Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Notfallsystem. Bla, bla, bla. Danke. Ja, verlassen ist aus. So. Gut, dass ich das ja nicht aufgenommen habe. Ich glaube, das hat 10 Minuten gedauert. Und zwar muss man hier die aktivieren. Und ich gebe so ein komisches Geräusch. Und man muss die richtige Reihenfolge. So, jetzt weiß ich natürlich, seit 2 Tagen oder was ich nicht mehr gespielt habe, 3 Tage. Ah, wie die Gott. Ich habe das komplett vergessen. Ich glaube, es war Radio. Zwerg? Nein! Shit! Genau. Das. Dann wieder Radio. Nein! Auch nicht. Oh Gott, gut, ich hab's. Okay. Ja! Und du? Nein! Du. Ah, Quatsch. Du. Was war noch? Na super, echt klasse. Ding dong ding. Ding. Mach mich nicht schwach. Radio oder Zwerg? Zwerg? Und jetzt du. Yes, I did it! Gott sei Dank. Huh. Aktivieren Hilfsbefehlsterminal von Vault 112. Auf das Programm Chinesische Invasion. Failsafe-Programm starten. Dokumentation des Failsafe-Programms. Dr. Braun, hier ist der revidierte Code für das militärische Trainingsprogramm, an dem Sie Interesse hatten. Mir ist immer noch nicht klar, was Sie damit anfangen wollen, und ich weise Sie erneut darauf hin, dass dieses Programm nie dafür vorgesehen war, auf zivilen Geräten ausgeführt zu werden. Offen gesagt bezweifle ich, dass eines der Geräte, zu denen Sie Zugang haben, überhaupt in der Lage ist, das Programm auszuführen. Aber Sie können dieses Programm, wie gewünscht, mit ausgeschaltetem Notprogramm ausführen. Dann sterben Ihre Versuchspersonen in der echten Welt. Wirklich, wenn sie in der Simulation getötet werden. Es versteht sich natürlich von selbst, dass ich ihre Anfrage offiziell abgelehnt habe. General Constantine Chase. Zweck: Simulation einer kommunistischen Invasion in den USA. Alright, starten. Yes. Vorsicht. Danke. Karma! Jesus, Karma! Oh, yes! Upsi! Okay, ganz ruhig, ich muss mit Betty sprechen. Das ist mein Ausgang. Easy, was? Was hast du getan? Du hast das Notprogramm ausgelöst und alles ruiniert. So ist es. Die Zielpersonen werden sterben. Und ich stecke alleine in dieser Hölle fest. Du hast alles ruiniert. Alles. Gut. Gut. Jetzt sitze ich am längeren Hebel. Jeder bekommt, was er verdient. Du hast sie mir alle genommen. Und du hast mir nichts gelassen. Das ist nicht fair. Niemanden mehr zum Spielen. Hey, Daddy? Was hast du getan? Ja, ich weiß. Du hast... Ich stelle hier die Fragen. Es ist nicht vorbei. Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Verstehst du? Mhm. Ich. Mhm.
Ich will einfach nur, dass alles wieder so ist, wie es war. Ja, das hätten wir alle gerne. Wo ist mein Vater? Er war die ganze Zeit hier. Aber du warst zu blöd, um es zu bemerken. Verstehst du? Der Hund. Des Menschen bester Freund. Aber jetzt hast du mir alle Freunde weggenommen. Geek? Das Garten Eden Erstellungskit. Es war ein Terraformungsmodul. Sowie der Herstellung der Welt nach einer atomaren Katastrophe. Eine instabile Technologie. Und fürchterlich langweilig. Warum sollte man die alte Realität wiederherstellen, wenn man auch eine neue erschaffen kann? Exakt. Da sind wir uns ja einig. Wollen wir uns noch was anhören zu der Tranquility? Das ist meine größte Errungenschaft. Die beste der vielen Simulationen, die ich in den 200 Jahren entwickelt habe. Ich habe mit den anderen gespielt, aber sie haben mich gelangweilt. Diese Version wurde nie alt. Sie hat mir immer und immer wieder Spaß gemacht. Okay, meinem Vater geht's also gut und ich kann ihn wiederfinden. Ja, ich bin sicher, dass es ihm gut geht. Wenn du die Simulation verlässt, wird er zweifellos auf dich warten. Gut, gut. Aber auf mich wartet niemand. Interessiert niemanden. Wem habe ich sie eigentlich wirklich zu tun? Mein Name ist Stanislaus Brown. Ich bin Fortec-Wissenschaftler. Ich habe diese Simulation für Fortec und für mich selbst erschaffen. Sie war meine eigene Entwicklung, mein ganzer Ehrgeiz, eine bessere Realität, viel bedeutender als meine Arbeit am GEEK. Alright, ich muss los. Weg hier! Ja, du nicht. Du bleibst hier und gießt die Blümchen für immer und ewig. Zwischen all den Kommunisten. Ausgang. Broschüre der Militärschule entfernt. Gott, ist uns auch Wurst. Buddy, wo ist dein... Wo ist mein... Daddy! Sohn, du hast mich gerettet. Ich hatte schon befürchtet, für immer da drin gefangen zu sein. Mein Gott, es ist schön, dich zu sehen, aber... Was machst du hier? Ich bin wegen dir hier. Ich habe dich gesucht. Ich bin froh, dass du da bist. Mit dieser Entwicklung hatte ich nicht gerechnet. Ich war auf Braun nicht gefasst. Sonst wäre es mir besser ergangen. Wie Hund sein war nicht dein Ding. Gut, dass ich aufgetaucht bin, was? Das war wirklich ein Glück für mich. Tja. Es ist schön, wieder auf zwei Beinen stehen zu können. Dank Dr. Brown weiß ich jetzt auch, dass das Projekt Purity doch noch nicht verloren ist. Was hast du herausgefunden? Ich hatte mit Brown recht gehabt. Die von ihm entwickelte Technologie ist instabil und gefährlich, kann aber für das Projekt Purity angepasst werden. Ich muss nach Rivet City zurückkehren und mit Madison reden. Wenn wir ein GEEK-Modul finden können, können wir das Projekt Purity verwirklichen. Du gehst also jetzt gleich nach Rivet City zurück? Ja, ich gehe zurück. Meine Erkenntnisse werden Madison davon überzeugen, dass wir da, wo wir vor Jahren gescheitert sind, endlich Erfolg haben können. Ich möchte, dass du mich begleitest. Ich will, dass du dabei bist, wenn wir endlich die Schleusen öffnen. Alles klar. Oh ne, auf nach River City. Das ist mein Junge. Ah, super. Beeilen wir uns. Da ich jetzt weiß, was wir brauchen, will ich so schnell wie möglich wieder an die Arbeit. Können wir kurz... Was ist eigentlich dieses Projekt Purity? Am Anfang war es nur eine Idee. Erinnerst du dich an die Bibelstelle, die deine Mutter so sehr mochte? Kostenloses, sauberes Wasser für alle. Das würde für das Leben aller, die hier im Ödland leben, einen gewaltigen Vorteil bedeuten. Im Lauf der Zeit entstand aus dieser Idee heraus der Aufbereiter, der allerdings nicht mit dem Aufbereiter in der Vault verglichen werden darf. Dieser Aufbereiter war riesig und konnte Millionen von Litern gleichzeitig reinigen. Als Standort benutzten wir das alte Jefferson Memorial im Tidebecken von Washington. Ich hoffe, dass du in naher Zukunft erleben wirst, wie es läuft. Okay. Ja, Mama, wie ist... Was ist überhaupt geschehen damals? In dem Jahr vor deiner Geburt wurde es schwierig. In der Stadt hatte es immer Probleme mit Mutanten gegeben. Aber es wurde noch schlimmer. Sie griffen immer häufiger und brutaler an. Die Unterstützung für das Projekt schwand dahin, als wir keine Erfolge vorweisen konnten. Und der Fortschritt stagnierte. Dann kamst du zur Welt. Deine Mutter und ich besprachen, was wir bei deiner Geburt tun würden. Doch dann starb sie.
Und ich musste mich entscheiden. Ich beschloss, zu gehen. Soviel ich weiß, ging danach alles sehr schnell. Es wurde für die anderen zu gefährlich, da zu bleiben. Daher wurde das Projekt aufgegeben. Dr. Lee ging mit ihrem Team an den Ort, aus dem später Rivet City wurde. Und seither ist es um das Projekt Purity still geworden. Mhm. Wie ist Mama wirklich gestorben? Ich verstehe, dass du Grund dazu hast, sehr viele Dinge in Frage zu stellen, die ich dir im Lauf der Jahre erzählt habe. Aber deine Mutter... Ich habe dir über das, was geschehen ist, nie etwas vorgelogen. Kein einziges Mal. Sie ist bei deiner Geburt gestorben. Das war eine schwere Zeit. Sie hat sich so darauf gefreut, dich zu sehen und dir ein Zuhause zu schaffen. Falls du mir auch sonst nichts glaubst, dann glaube mir wenigstens, dass sie dich über alles geliebt hat. Ja, Mütter halt. Okay, können wir kurz reden? Natürlich können wir miteinander reden, mein Sohn. Was hast du auf dem Herzen? Alright. Wie konntest du mich einfach so zurücklassen? Was hast du dir dabei gedacht? Ich wollte, dass du in Sicherheit bist. Das hier wollte ich nicht für dich. Ein Leben hier draußen in diesem gottvergessenen Kriegsgebiet. Ich konnte dir nicht sagen, was ich tat, weil ich nicht wollte, dass du mir folgst. Aha. Dieser Plan ist allerdings nicht so gut aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Kann man sagen. Bist du lebensmüde? Geht es um Mutter? Strengst du dich wegen dem, was ihr zugestoßen ist, so an? Sohn, wenn du nur gewusst hättest, wie viel du ihr bedeutet hast. Sie glaubte an unsere Arbeit und war so fest entschlossen, sie zu Ende zu führen. Okay. Sie gab so viel auf, um das Projekt voranzubringen, wie wir alle. Ich will nicht, dass das alles umsonst gewesen ist. Okay. Ich glaube, ich verstehe. Ich bin froh, dass wir miteinander reden konnten. Ich bin auch froh, dass wir das besprochen haben, mein Sohn. Obwohl ich es nicht geplant hatte, bin ich froh, dass du bei mir bist. Okay. Dann, ich muss los. Sei vorsichtig, mein Sohn. Ja, wir beide gehen ja. Ne? Upsi! Boah, was nehme ich? 23 Punkte. Ha, ich könnte schon Dietrich auf 100 setzen. Dietrich auf 100. Allerdings habe ich doch einen Anzug, der Dietrich plus 5, oder? Und dann die Bücher, wenn ich noch, falls ich noch welche, naja. Also höchstens 95, das wäre aber tape. Reparieren, scheiß wichtig hier. Ha. Alles ist scheiß wichtig. Ich gehe auf 80, weil das eine schöne Zahl ist. Ich gehe auf 95, ist mir egal. Und kleine Waffen. Oder reparieren. 7 Punkte. Das ist so unausgeglichen alles. Ach, mehr Schleichen. Schleichen habe ich auch irgendwo plus, oder? Egal. Oh, ne. Von unten wieder. Unbefangene Vermittlung. 30 Punkte für die Fertigkeit Sprache. Okay. Strahlungsresistenz mehr. Wurscht. Starker Rücken. Das ist 50 Pfund mehr an Ausrüstung tragen. Viele werden sagen, das brauchst du nicht. Die das sagen, haben noch nie einen Part von mir gesehen. In meiner Welt brauche ich jedes Pfund extra. Die Größe zählt. Halt auf. Härte, auch gut. Oh Mann, es gibt so viele gute Sachen. Waffenfreak. Kleine Waffen und reparieren. Das würde mir jetzt was bringen, oder? Oder intensives Training würde mir auch was bringen. Kleine Waffen und reparieren. 5 Punkte. Also entweder das oder starker Rücken. Shit. Ich nehme starker Rücken. Bo! Speedy Gonzales, Daddy. Hallo, Sir. Tschüss. Madam. Hopp, 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 hopp. Gott sei Dank kennst du den Ausgang. Ich hätte sonst nochmal 10 Minuten gebraucht, um rauszufinden. Hallo, Sir.
Sir. Ja, tschüss. Kann ich nicht dein Gehirn nehmen? Ich bräuchte dringend eins. Sehr witzig, YouTube. Das war ich. Okay. Njong. Njong. Ich nehme an, du kannst nicht die Schnellreise benutzen, was? Ich schon, Dad. Daddy. Okay, ich habe aufgenommen. Die Aufnahme ist im Kasten und es ist finster und es ist nicht gut. Du gehst zu Fuß, ich benutze die Schnellreise. So viel dazu. Wow, wow! What? Trampolin? Ey, warte! Ich hab hier was gratis zum... Du wirst mich doch nicht angreifen. Doch, du greifst mich an. Das finde ich nicht... Oh, wow! Hey, hey, hey! Hey, hey! Aff! Au! Eine Energie. Mr. Gatzi. Du blödes... Shut up! Einen Augenblick, mein Freund, mein Kleiner. Ich habe eine Kampfrüstung, so sieht es nämlich aus, und einen Sheriffs Hut. Und das war's auch schon. Die Kampfrüstung habe ich repariert vorhin, wie ich ja nochmal rein musste. Okay, gut, wunderbar. 22. Waffen. Trennmesser. Sollte für dich reichen, weil ich zu geizig bin mit Munition, das wissen wir. Au! Au! Au, meine Energie! Wow! Jesus! Feuerameisen-Nektar, das brauche ich jetzt nicht. Das war lecker. Blutpaket ist auch super. Hat nicht viel gebracht. Das dauert mir viel zu lange. So viel Zeit habe ich nicht. Axtflinte, was nehmen wir? Wir nehmen das mal. Es gibt nichts Schöneres als den Duft von Plasma am frühen Morgen. Na, brutzelt's? Nein, ich habe nicht geschaut. Oh Gott, ich habe gerade jetzt auf Tab gedrückt. Jetzt gerade. No. Mr. Gatzi. Mr. Gatzi. Ich krieg dich jetzt noch. Ich krieg dich noch in diesem Part. Das ist mir jetzt völlig wurscht, wie lange das dauert. Du wolltest das? Das ist die Kampfrüstung. Zum Kotzen. Also, du kannst es haben. Pass mal auf, was jetzt hier gar nichts passiert mit 18%. Was ist denn hier? Kritischer Schleichangriff, siehst du? Na komm, eins. Ach komm. Mit einem Mist hier, da reicht dir die 10 mm. Komm her. Papa, gleich. Gleich gehen wir weiter. Zieh an, was ich habe. Zieh dir das an, was ich kann. 25. Shut up. Was hast du für mich? Altmetall nehme ich auch und Energiezellen nehme ich auch. Dankeschön. Und wo ist die Leiche? Ein ausgestoßener Gatling Laser. Gewicht 18. Jupp. Gott sei Dank habe ich starke Rücken. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Hey, mein Freund. Ganz schön rostig. Powerrüstung der ausgestoßen. 21. What? Was ist denn das? Stärke plus 2, Bewegung minus, Wurst. Ich habe jetzt an 22. Aber schon fast auf Power, okay. Gewicht 45, willst du mich verdingens? Holy, kann ich die anziehen oder brauche ich? Hey, 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 hey. Wow.
Oder brauche ich da auch ein Training? Wie sehen wir aus? Power-Rüstung-Training, genau. Das habe ich mir doch glatt. Wenn dieses Zelt schon in der Nähe ist, dann holen wir uns auch noch die Goodies. Ach, wozu nehme ich denn das? Okay, lass mich hier mal kurz... Money, 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 all das. Lasers. Brauche ich eigentlich nicht. Brauche gar kein Lasergewehr. Okay, wir schmeißen was weg. Und zwar schmeißen wir weg. Wir schmeißen. Wir schmeißen. Wir schmeißen. Kernspaltungsbatterie, weg damit. 267, wunderbar. Ich brauche irgendwo einen Platz, wo ich die Rüstung einpacke. Bis ich das Training habe. Oh, dann kriege ich wahrscheinlich ohnehin eine Rüstung. Ach, verdammt! Wer ist das? Wer ist das da vorne? Papi? Das sind Freunde, keine Panik, keine Panik. Jungs, wartet mal, wartet mal. Wo? Wo rennt er hin? Okay. Hey, Lady. Ja? Ich muss los. Ja, tschüss. Okay, war nett, dich kennenzulernen. War ein schönes Gespräch. Danke, Jungs. F5. Sonderbares Fleisch. Mich würde... Oh. Diesmal gibt es keinen Ausweg. Ich habe nichts gemacht. Es tut mir leid, darf man denn hier nicht mal im Ödland begegnen, ich so wenigen Frauen? Oh Mann, der Part ist zu lang. Danke fürs Zusehen und macht's gut. Tschüss.